Liebe Zuschauer, wie lautete die letzte SMS, die Sie an Ihren Partner geschickt haben? Vielleicht steht da so, ich denke an dich, noch ein paar Herzchen mit rein, Smileys oder von dir will ich gar nichts mehr hören. Man kann ja alles Mögliche reinschreiben und Forscher haben jetzt das SMS-Verhalten von Paaren untersucht und Erstaunliches rausgekriegt. Sag mir, was du schreibst und wie viel du schreibst und ich weiß, wie es um deine Beziehung steht. Überall und immerzu. Die Kurznachricht per Handy, gerade in Beziehungen, kaum mehr wegzudenken. Mein Freund und ich schreiben uns, ich glaube, fast jede dritte Stunde. Ja, wenn man sich frisch kennenlernt, sind die SMS, schreibt man am meisten. Ja. Spielt bei mir keine Rolle. Eine Ausnahme, denn Milliarden von Kurznachrichten werden täglich versendet. Zwischen Paaren zum Beispiel mit folgendem Inhalt. Er schreibt, ich habe eine Reisezahnpasta, die nimmt auch nicht viel Platz weg, Grins. Ich schreibe darauf, okay, ist das die rote? Er, ja. Ich dann, hättest du ein Problem, wenn wir meine Zahnpasta nehmen? Ich mag deine nicht so. Bin im Zug und freue mich auf uns. Ich habe ihm geschrieben, danke für die süße Nachricht. Er meinte, ha, okay, puh, wollte eigentlich anrufen, aber naja, dann dachte, dann will nicht stören. Wie war es gestern eigentlich? Ja, nicht jugendfrei. Ich erzähl's jetzt mal lieber nicht. Aha, drängt sich die Frage auf, welche Themen sollten unter Paaren per Kurznachricht besprochen werden und welche lieber nicht? Nicht diskutieren würde ich, glaube ich, Beziehungsthemen. Wo man sich bald in die Augen gucken muss, weil es was zu klären gibt, da ist SMS einfach zu weit weg. Schluss machen geht gar nicht mit einer SMS. Also das ist ein absolutes No-Go. Promis sollen das ja machen, ne? Ja, geht aber gar nicht. Ja, aber wenn man will, dass für immer mit allem Schluss ist, dann muss man es per SMS machen. Lieber nicht, wenn man böse ist. Oder bei zu ernsten Themen, weil ja. Das halt irgendwie blöd ist, wenn es nicht persönlich ist. Art und Anzahl der SMS zwischen Partnern sagen eine Menge über den Zustand ihrer Liebe aus. Was? Das klären wir jetzt im Studio. Und wir freuen uns, dass Paula Lambert da ist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Als Erotikexpertin, Beziehungsexpertin, natürlich auch Expertin für das, was Paare untereinander sich per SMS schicken. Wie hat denn dieses SMS ständig kommuniziere die Beziehungslage verändert? Naja, auch sehr schüchternen Menschen oder zum Beispiel Männern fällt es jetzt leichter, Dinge auf den Punkt zu bringen. Birgt natürlich auch Gefahren, wenn du schreibst, warum warst du vorhin so komisch. Entspinnt sich daraus unheimlich schnell ein Kleinkrieg über, wer sich wie benimmt. Also SMS sind gefährlich. Es gibt ja da sicher auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also Männer reden ja oftmals nicht so gerne. Das geht ja dann schneller. Schicken Männer mehr als Frauen SMS? Es gibt eine Studie, die hat herausgefunden, dass Männer gegen Ende der Beziehung mehr SMS schreiben. Das heißt, das gilt natürlich nicht für alle Männer, aber Männer haben die Tendenz, der persönlichen Konfrontation auszuweichen, indem sie dann Sachen per SMS klären. Also, ich will heute nicht kommen, wird dann zu, ich werde überhaupt nie wiederkommen. Aber das wäre schon mal direkt ausgedrückt. Ich habe irgendwo mal gelesen, Männer machen nie Schluss. Ja? Wie wird das denn per SMS dann, wird das denn deutlicher ausgedrückt als vielleicht mit Worten? Also geschriebene Worte machen nur 7% unserer Wahrnehmung aus. Und darum ist es natürlich leichter, da fehlt der direkte Blick. Du siehst nicht, wie die Augen sich mit Tränen füllen. Und natürlich ist es leichter dann zu schreiben, weißt du was, ich liege hier gerade mit einer anderen Frau im Bett, tut mir leid. Ich habe gestern eine Umfrage gemacht auf meiner Facebook-Seite, was die Leute so an Gemeinheiten raushauen, wenn es gegen Ende geht. Und das ist schon ganz schön derb. Also kann man sagen, wenn man jetzt sonst nicht so viele SMS vom Partner bekommt und da kommen richtig viele, heißt, der ist schon längst über alle Berge, der macht es bald Schluss. Es sei denn natürlich, er sagt die ganze Zeit, ich will dich unbedingt sehen, wo bist du, ich suche dich, ich vermisse dich, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Dann wahrscheinlich eher nicht, dann ist er möglicherweise nur sehr, sehr verliebt. Aber wenn es um ernstere Themen geht wie du hast die Miete wieder nicht bezahlt oder übrigens dein Pullover sieht total scheiße aus heute, dann würde ich anfangen, mir Gedanken zu machen. Das gilt aber natürlich auch, wenn eine Frau sowas schreibt. Angeblich betrügen sich ja viele Leute in Beziehungen auch immer wieder und ständig und überall. Wenn man nicht ans Telefon gehen möchte, weil man gerade vielleicht mit wem anderen unterwegs ist, mit SMS geht das natürlich leichter, da irgendwie rumzulügen. Woran erkennt man das? Also wenn es besonders freundlich wird, viele Herzchen dabei sind? Der Mensch funktioniert da sehr über Intuition. Es gibt nur viele, die haben das beiseite geschoben. Du weißt immer, wenn irgendwas faul ist. Das weiß jeder. Denkt ihr Frauen? Wissen wir Frauen. Mhm. Aber kann man daran irgendwas erkennen? Also wenn vielleicht, wenn es plötzlich künstlich wirkt oder völlig übertrieben formuliert ist. Oder überhaupt nicht in den Sprachduktus passt, den der Kerl sonst benutzt. Oder die Frau.
Welche Themen sollte man in der Beziehung per SMS überhaupt nicht besprechen? Ich finde, direkte Kommunikation ist immer besser, weil man sieht, riecht, fühlt, kriegt die Schwingungen mit. Darum sollte man nichts besprechen, was ernst ist. Also keine Trennung, keine Probleme, keine finanziellen Schwierigkeiten und so weiter. Aber man kann natürlich sagen, pass auf, ich habe das und das Problem und heute Abend müssen wir das besprechen, nämlich um so und so viel Uhr und lass uns da und da treffen. Gibt es denn Unterschiede zwischen vielleicht ein bisschen älteren Männern und jüngeren? Also es gibt ja so Generationen, die SMS schon noch können. Ja, aber damit nicht aufgewachsen sind. Ja, oder so in unserem Alter wird sind es wir noch, im gleichen Alter? Wir sind im gleichen Alter, glaube ich. 30. Genau. Ja. Wird die SMS als ganz normales Begleitkommunikationsmittel benutzt? Bei den Jüngeren hat das teilweise die wörtliche Rede schon fast abgelöst. Und bei den ganz Älteren, die benutzen es tatsächlich, den viel Älteren, also älter als wir, die benutzen es tatsächlich eher, um so Eckpunkte zu schaffen. Wir treffen uns dann, war schön, lecker essen. Also. Okay. Frauen reden ja gerne auch mal sehr viel. Das mögen manche Männer nicht so gerne. Ist denn SMS so eine Variante, die vielleicht auch positiv sich auf eine Beziehung auswirken kann? Weil da muss sie ja irgendwie nach vielleicht 7000 Satzzeichen mal Schluss machen irgendwann. Muss man ja inzwischen nicht mehr wie früher, wo das so gestückelt kommt, aber natürlich verkürzt es unheimlich. Also ich kenne auch eine Beziehung, die nur zustande gekommen ist, weil die beiden sich SMS hin und her geschrieben haben. Über Männer und ihre Macken schreibst du in deinem Buch auch eben über das SMS-Verhalten. Wer ist besser beim Schreiben, Männer oder Frauen? Frauen, weil Frauen allgemein besser manipulieren können. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Ach, so ein Quatsch. Das sagen natürlich Frauen immer, ne? Aber also gibt es das bewiesen in irgendeiner Form? Das gibt es tatsächlich. Also es ist bewiesen und du wirst dich dagegen nicht wehren können. Ja. Gut, dann sind wir eben ausgeliefert. Simone, du gehörst ja auch zu den Frauen offensichtlich. Ich glaube ja. Ja? Ja. Dachte ich jetzt 38 Jahre lang, dass ich auch dazu gehöre. Aber ja. Man lernt ja nie aus. Gut, also ist man nur von euch umgeben, Lotte ja auch. Und wir müssen aufpassen, Männer. Ja? Gerade beim SMS. Schreiben von den Frauen, das kann nicht alles so stimmen, was da drin steht. Über Männer und ihre Macken mehr in dem Buch. Dich sieht man bei Sex auch wieder ab? Ab 28. April. Genau, wir sprechen gleich weiter und wir wollen gerne, es ist noch nicht Schluss, kommt mal wieder zurück mit den Kameras. Ich muss noch viel erzählen. Also, wir wollen auch noch Ihre SMS haben, liebe Zuschauer. Vielleicht haben Sie ja total komische SMS bekommen von Ihrem Partner in letzter Zeit, wo Sie gar nicht wissen, jetzt kommen Sie doch mal wieder her mit der Kamera, das gibt's doch wohl nicht. Ja. Wo Sie gar nicht wissen, naja, ist das jetzt hier vielleicht eine Lüge? Ne? War das ein versteckter Antrag? Und das wollen wir gleich mal klären zusammen. Ich analysiere das. Ja, einfach, wenn Sie das möchten, müssen Sie selber überlegen vorher, auf unserer Facebook-Seite posten und dann können wir eine grundsätzliche Analyse betreiben. Jetzt könnt ihr hier die Kamerafahrt veranstalten. Dankeschön, Paul. Danke, Stefan. Sehr gerne. Deine Worte, mein Herz.